Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. So. Wieder raus aus dieser. Aus diesem Bereich hier. Ich müsste mal irgendwie. wissen, wie das geht mit den. Chocobos. Warum habe ich jetzt nicht nachgeguckt? habe ich ihn jetzt nicht. Okay, das war schon länger da drin im Datenlog. Ich weiß es immer noch nicht. Ja, und gegen die da kämpfen zu können, muss ich irgendwann können. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ach ja, aus dem bestimmten Grund, den ich ja schon mal genannt hatte. Einmal muss ich ihn ja bekämpfen können. Das weiß ich ganz genau. Bei beiden Schwer kommt der nämlich vor. Und da ist er nicht ausweichbar. Da ist schon wieder diese Feder. Heißt, da ist ein Schokobo. Ich weiß noch nicht, wie man die Schokobos nutzt. Keine Ahnung, wie man die nutzt. Da unten steht ein ganz großer. Da liegen ja so einige. Von diesen Teilen hier. Wie kommt man da oben hin? Wahrscheinlich über Chocobo. Oder irgendeinen anderen Weg. Da oben ist auch noch ein Gegenstand. Und da ist auch ein Gegenstand, den ich haben will. Hi.
Erstmal diese Rangdas da weg. So, erstmal ein bisschen Verteidigung. So, erstmal den Rang da weg. Und da oben. Gegenstände, Phönixfeder, Hope. Heil mich! Oh, danke für die Heilung! Das braucht noch ein bisschen Heilung. So, Blitzschlag. Block. Gegen was ist da alles immun? Wie eine Phönixfeder. Ich würde sagen, Manipulator mal. So, ab in die Luft mit dir jetzt. Wie viel Leben hat er eigentlich? Oh, 400.000. Oh, Schwäche, Feuer, Blitz und... Was ist das für eine Schwäche? Beim einen weiß ich nicht mal, was es ist. Schon ist er wieder im Schock. Just like I planned. Von Schock in Schock. Der hätte keine Zeit, sich zu erholen. Vom Schock. Erdepistel. Diesen einen Ort weiß ich jetzt nicht, wie man den erreicht. Das ist ein Gegenstand. Ja, rang das mal wieder. Überraschung!
Aua. Und da oben. Die waren einfach. Windepistel, okay. Oh. Da ist ein Chocobo. Ach, da unten ist noch ein Gegenstand. Den hole ich mir mal. Warum ist es hier so neblig? Ja, und wir sehen uns sofort. Erstmal die Karamellmaus weg. Au. So, heilen. Au. Erstmal die Karamellmaus weg. Aua! Ein bisschen Verteidigung. Wo habe ich jetzt Heilung hergekriegt? Blitzschlag! Ab in den Schock mit dem da! Schwäche ist Feuer. Jetzt ist er in der Luft. Und besiegt. Na, was haben wir denn hier so drin? Ah, Blitzepistel. Jetzt ab nach Norden. Hey. Dieser Königs-Behemoth hier ist ein bisschen am Nerven. Wie der hier rumrennt. Der da ist riesig. Und auch wesentlich stärker als dieser eine, den ich nicht besiegt habe. Nein.
So, wie komme ich an den da vorbei? Nein, 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 nein. Also, wie komme ich an den vorbei? Vielleicht über die andere Seite. Da unten ist doch ein Gegenstand. Wie habe ich das denn nicht gesehen? Und da ist auch so ein Typ. Oh. Erstmal die hier. Heilung, bitte. So, erstmal auf mich konzentrieren, bitte. Wir müssen erstmal ein bisschen heilen. So, und jetzt Blitzschlag, bitte. Aua! Mega Vita. Wodurch hat er so viel Schaden bekommen? So, ein bisschen Heilung für dich. Und jetzt ist er im Schock. Lass oben. 12.000 Schaden pro Schlag. Ja, der war einfach zu besiegen. Muss aber Mega Vita verwenden. Vitalitätsschärfe? Was ist das? Okay, sie hat als einziger bisher 3. So, Crystarium. So, Verheerer. Bisschen mehr Angriffskraft, kann nicht schaden. Moment, die restlichen Kristallpunkte. Die sollte ich auch nochmal verwenden.
Magie. Magie erhöhen. Da ist noch ein bisschen Angriffskraft. Ich frage mich, wie viel Leben kriegt der noch? Der hat schon 3600 Leben. Der Einzige, der so fast zu viel hat, fast so viel hat wie er, ist Zash. Aber bevor ich mich hier ein bisschen umgucke, werde ich mich um mein Ziel kümmern. Manche dieser Leute stehen hier aber auch nur einfach nur so rum. Diese großen Typen. Echt jetzt? Wie soll ich das bekommen, wenn er da vorsteht? Hallo? Hab ich dich? Erstmal die kleinen Goblins. Ruhiger. So, besiegen erstmal den hier. Okay, die sind stärker als ich dachte. Haha, Überraschung. So, weg mit dem hier erstmal, sozusagen. So, erstmal diese ganzen normalen Goblins weg. So, und jetzt ist er im Schock. Und ist in der Luft.
Genau! Bei diesem einen Attacke ist Hope irgendwie One-Hit. Der wurde auch hochgepusht. So, erstmal die hier weg. Aua. So, jetzt ist er im Schock. Und ab damit. Immer höhere Prozentzahl, desto mehr Schaden hat er. Jetzt zu dem da. Wie viel Prozent braucht er? Bisschen Heilung, bitte. Aua. 250 Bohrer. Wie viel Leben hat er? 216.000. Ab da oben. Wenn man ihn in die Luft hebt, immer, ist er hilflos. Na, was bekomme ich? Kobalt? Hier ist ein Schokobo. Da runterspringen wollt ihr eigentlich nicht. So. Da werde ich gleich mal nachgucken, was da unten eigentlich los ist. Ach, da unten liegt auch nur so ein Teil rum. Ich speichere jetzt mal ab. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.